Tja, also, ich habe noch nie jemanden erschossen. Es gefällt mir nicht sehr, aber es ist ja auch nicht gerade ein normaler Tag. Und doch. Möchten Sie einen Drink, Sir? Ich schätze, Haarausfall ist das geringste meiner Probleme. Aber danke. Nehmen Sie bitte einen Drink, Sir. Wenn du da weiter im Weg stehst, erschieße ich dich auch. Nehmen Sie bitte einen Drink, Sir. Hast du mich etwa vergiftet? Natürliche Ud dürfen niemals töten, Sir. Was ist das für ein Zeug? Ud-Gewebe suspendiert in einer biologischen Lösung, Sir. Was soll das heißen zum Henker? Oh je. Sag es mir! Komische Sache, das Unbewusste. Nimmt alle möglichen Formen an. Es war im Rotauge als Rache, in den tollwütigen Ud als Wut. Und dann war da noch ein Wunder an Geduld. Alles an Intelligenz und Güte konzentriert in Ud Sigma. Was macht der Haarausfall, Mr. Herpen? Was hast du getan? Oh, die haben sich für ihre Aufbereitung wirklich sehr viel Zeit genommen. Und jetzt stehen sie neben dem Ud-Gehirn. Mr. Herpen, können Sie es hören? Hören Sie! Was habt ihr so? Ich bin kein... Sie haben ihn in einen Ud verwandelt? Ja. Er ist ein Ud. Ich seh's. Er gehört jetzt zum Ud-Volk und wir werden uns um ihn kümmern. Es ist seltsam. Seit ich bei Ihnen bin, weiß ich nicht mehr, was richtig und was falsch ist. Besser so als anders. Menschen, die sich sicher sind, sind oft wie Mr. Halpin. Oh! Sehr viel besser. Und jetzt, Sigma, überlässt du mir vielleicht die Ehre? Sie sei dein, Doktor. Oh ja, 200 Jahre lang unterdrückt. Aber das hat ein Ende. Der Kreis ist unterbrochen. Die Ud können singen! Ich kann sie hören. Die Nachricht wurde ausgesandt. Dieses Lied heilt durch alle Galaxien und alle haben es gehört. Alle wissen es. Die Raketen bringen sie wieder zurück. Die Ud kommen heim. Wir danken euch, Dr. Donner, Freunde des Ud-Volkes. Und was ist jetzt mit euch? Werdet ihr bleiben? Es ist Platz für euch in dem Lied. Oh, ich hab sozusagen mein eigenes Lied. Danke. Ich glaube, dein Lied muss schon bald enden. Das heißt? Jedes Lied muss enden. Ja. Yeah.